Ist er da? Ich bin immer noch satt, ja. Ich glaube, das war der letzte schöne. Hast du gegrillt, Samstag? Nö. Das war schönes Wetter gewesen. Wo? Ja, hier zumindest. Habe ich doch nicht gegrillt, es regnet. Samstag. Hallo Bock, hallo Welt. Ja. Juhu. Matze. Kuckuck. Und Lutze. Lutze, ja. Das ist der Lutze übrigens hier. Wer noch nicht kennt, das ist der Matze. Steht so hier oben. Herbst. Dran. Ach, Entschuldigung. Der Herbst, also wirklich, ja. Jetzt fängt er mir ja schon an der Mütze zu ziehen. Der Herbst steht in den Startlöchern, lieber Matze. Hast du schon Schnee bestellt? Lieferverzögerung wegen Corona. Und hast du auch an die Tiere gedacht? Ah, selbstverständlich. Ich habe extra für die Meisen, ja, damit die Meisen auch wissen. Und diese Kleiber gehen da auch ran. Sieht man hier, und man sieht aber nicht die Meisen und den Kleiber, sondern diese anderen halb flugfähigen Tiere. Ja, wenn sie rankommen, einen Spaß haben damit, alles gut. Und jetzt darf man auch übrigens im Herbst wieder kleine Erdnüsse so halbe rauswerfen, denn die Meisen haben keine Jungen mehr. Im Frühjahr nehmen die Meisen die halben Erdnüsse und stopfen das den kleinen Jungen in den Hals und dann gehen die daran ein. Ich sag doch, man soll die Tiere nicht ständig füttern. Die findet Zeug alleine, noch ist kein Frost. Jahreszeitengemäß. Ja, das ist Jahreszeit, jetzt Erntezeit. Da füttern die sich fett. Was erntest Deswegen du? Hat das Eichhörnchen nachher so eine Wampe. Naja, moin. Hm? Bist du Eichhörnchen? Sternzeichen. Jo, dann gibt es noch wieder eine Nachricht von Ines Renner. Ja, wir hatten ja letzte Woche berichtet über dieses Herzkissen-Challenge, Herzen gegen Schmerzen, und statt 75 geplanten, ist das soll übererfüllt mit 155 Sets schon. Und jetzt haben sie noch vor, noch mehr zu machen, bis 222. Also wer noch mal Kissen irgendwo findet, wie war das, hat sie geschrieben, im Schweden-Kaufhaus. Genau, die benötigen 200 Gramm Füllmaterial, circa, pro Herzchen, glaube ich. Ne? Und so ein Kissen kostet 4 Euro, 80 mal 80. Also wer rumkommt, bringt der Ines mal bitte noch ein Kissen mit. Als Spende natürlich. Und sie dankt auch herzlich an allen. Herzlichen Dank geht an alle so rum. Mhm. Und was sonst ihr noch aufgefallen ist, sagt sie, es wird anrufen. Es wird anrufen. Ach so, anrufen. Hier blendet die Nummer. Hier ist die Telefonnummer nochmal. Genau. Für die Unterstützung bei der Challenge. Und sonst ist ihr aufgefallen auch, es geht wieder los. Es wird dunkel, früh morgens und auch abends. Das ist im Herbst so. Und viele sind wieder ohne gängiges Licht unterwegs. Viele Kinder auch, manche Erwachsene auch. Also gebt euch mal einen Ruck und baut euch bitte eine Lampe dran. Auch die Autofahrer dürfen gerne das Licht anmachen. Denn das hilft allen Verkehrsteilnehmern beim Sehen und gesehen werden. Das hat meine Frau auch schon immer erzählt. Wenn die morgens um 6 Uhr zur Uni muss und da sind die Kinder auf dem Weg zur Schule und teilweise ohne Licht unterwegs und haben keine Reflektoren an den Jacken, sind teilweise gar nicht zu sehen. Und wird es ein bisschen heiß, die Geschichte. Und weil wir gerade bei den Fahrrädern waren, es geht nicht nur der nicht mit Lichtfahrmodus rum, sondern... Ups, da fehlt doch was, heißt das dann? Ja, fehlt ja was, ja. Borkheide ist ja so ein Hochpunkt hier, Wie nennt man das jetzt? Ein Highlight? Ein Highlight? Nee, jedenfalls... Zentrum? Zentrum des Fahrradklaus. Ja, geworden. Sowohl am Bahnhof als auch schon bei der Ärztin, je nachdem, werden die Fahrräder einfach mal gemopst. Und manch ein aufmerksamer Bürger hat die ja schon auch erwischt. Also haltet weiter die Augen offen, kettet die Fahrräder lieber dreimal an und macht bitte Anzeigen, ja, dass es auch in die Statistik reinkommt und sich vielleicht ab und zu doch mal noch ein blaues Auto hier verfährt und ab und zu mal guckt. Ja, und dann haben wir noch eine Info, und zwar, wie ja bekannt ist, wird ja die Straße von Kleistow nach Glinow gebaut. Ja, das ist vollkommen bekannt. Und weil das nicht genug ist, hat man dann die A10 auch noch gesperrt. Wenn man jetzt versucht, über die A10 nach Potsdam reinzukommen, auch ein bisschen schwierig, weil da ist natürlich, was heißt nicht gesperrt, aber einseitig nur noch eine Spur hin und zurück, und zwar hinten bei Potsdam Nord. Und wer dann immer noch denkt, der kann jetzt einfach mal so über Beelitz-Sedin nach Potsdam reinfahren, nee, geht auch nicht mehr. Weil Beelitz, die 246 nach Beelitz rein, ist jetzt ab heute, glaube ich, vollgesperrt, weil sie Bäume fällen wollen. Wie lange vollgesperrt ist, gesagt wird wohl bis 10.9., aber sicher ist das nicht. Auf jeden Fall bleibt die halbseitig gesperrt. 10.9.2021? Nee, bis jetzt.
10.9. ist egal, letzte Woche weiß keiner so richtig wie. Und jedenfalls findet man nicht viel Informationen darüber, nur dass bis 21 gebaut werden soll. Wir haben eine Info gefunden, dass eine Vollsperrung bis 2021 stattfinden soll, sodass der Umweg komischerweise über Borkheide geführt werden soll. Kleistow, Fichtenwalde. Also ich meine, hier ist ja eh sonst nichts los. Ne? Wahrscheinlich für Fahrräder. Ja, ich weiß nicht, warum, was hier mit der Autobahn ist. Haben sie die jetzt auch gesperrt, damit man Beelitz-Heilstätten nicht nach Beelitz fahren kann? Ich weiß es nicht. Egal. Es erklärt sich einem nicht, was hier gemacht wird und warum alles zugemacht wird. Vielleicht soll das auch heißen, dass wir in Potsdam nichts zu suchen haben und sollen gar nicht erst in die Richtung fahren. Ach Quatsch. Doch, Autobahn, das ist so gedacht. Also unmöglich eigentlich, muss ich es wirklich sagen. Mach Sport. Nein, das ist unmöglich. Ich mache ja Sport manchmal. Ich gehe joggen immer. Ja, Sport. Mensch, Matze, die Kinder haben wieder Fußball gespielt. Und zwar die Brück-Borkheider Sportgemeinschaft 2010, 2011. Und waren im Pokal gewesen, haben allerdings jetzt das Pokal aus in der dritten Runde erreicht. Und haben noch 6-5 geführt, kurz vor Schluss. Ja. Und dann leider doch noch 2 eingeschenkt bekommen. 6-7 verloren gegen die Blackbears aus Potsdam. Und das ist so irgendwie ja irgendwie nicht gerade die schönste Art, so kurz vor Schluss. Die haben sich anstecken lassen. Von Corona? Nee, von der Männermannschaft. Da will ich jetzt nichts zu sagen. Da sagen wir nicht zu, da haben wir einfach ein Video. Wie heißt es so schön, Kopf hoch? Und wie habe ich gehört, was sagt Hartmut immer? Wenn du hingefallen bist, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Ach so. Ja. Ich kenne den Spruch anders, aber das wäre jetzt hier zu. Das geht auch trotzdem so. Ja, und dann sind wir jetzt. In der Scheiße steht, soll man nicht nicken. Was? Nee. Und jetzt sind wir schon bei den Herren angelangt. Die haben ja jetzt in in Borkheide gespielt. Und zwar gegen den Fernraner Victoria 3. Ja. Und haben fast. Ach nee, die haben nicht gewonnen. Guckt einfach auf das Video. Wir erzählen heute gar nicht so viel. Da wird alles erklärt drin. Hier, bitte. Hartmut, 1,5 Meter und Sonnenschein hier in Borkheide gegen den Tabellenletzten. Das wievielte? 6. Spiel? 7. Spiel? Ich hab's. Hast du nicht auf dem Plan? Ich zähle auch nicht mehr, weil es ist müßig, in die Vergangenheit zu schauen. Wir müssen anfangen, in die Zukunft zu gucken und da stehen schwere Zeiten an, muss man mal so kritisch jetzt sagen. Da wir es nicht geschafft haben, das heutige Spiel siegreich zu bestreiten, ist der Abstiegskampf definitiv eröffnet. Das habe ich der Mannschaft auch in der Halbzeitpause schon gesagt. Ist das eingetreten. Wir verlieren ja nicht die Spiele, weil wir gegen übermächtige Mannschaften spielen. Wir verlieren die Spiele, weil wir, leider Gottes muss man so deutlich sagen, schlecht spielen. Wir entscheiden uns auf dem Platz für die falschen Aktionen oftmals. Und wenn du denn die Chancen hast und sie nicht machst und du hast 100% die Chancen, auch heute wieder gehabt, die du nicht verwertest, dann kommt so ein Ergebnis zustande, da kann man eigentlich nicht zufrieden sein. Das ist ja, sprachlos. Ja, ich wusste nicht so richtig, was ich dir fragen sollte, weil die erste Halbzeit war zum Umdrehen. Publikum hat sich gerade umgedreht, aber nicht, weil sie gegen die Mannschaft ist. Die erste Halbzeit war wirklich nicht schön. Die zweite war tatsächlich von Kampf geprägt, von Spannung geprägt. Wollen wir mal nicht ganz so negativ die zweite Halbzeit jedenfalls sehen. Aber wir haben jetzt den letzten Tabellenplatz inne. Das heißt, wir können eigentlich nur noch nach oben steigen, oder? Nur noch, ja. Nur noch? Ja, oder am Ende der Saison, so wie denn wirklich zu Ende gespielt wird, wo ich immer noch meine Zweifel habe, ob es wirklich funktioniert bis zum neuen Jahr dann rein. Aber das ist spekulativ bloß. Nach jetzigen Gesichtspunkten muss man davon ausgehen, dass es nur noch nach unten geht, weil da ist eine Blockade auch in den Köpfen der Spieler und die können sie nur alleine lösen. Die können wir als Trainer, die kann weder Markus noch ich lösen. Ja, Markus hat heute gespielt. Auch er ist heute fehlerbehaftet gewesen, muss man auch so kritisch sagen. Ja. Den Elfmeter hat er verursacht und hat die Chancen nicht genutzt, in der Schlusssekunde den Ausgleichstreffer zu erzielen. Das sind so zwei unglückliche Aktionen. Aber wir entscheiden in dem Spiel auch mit, muss man da. Ne? Aber es lag ja nicht an Markus, es lag ja, wie gesagt, die Mannschaft. Belohnt sich nicht. Wir kriegen es ja nicht hin, in der ersten und zweiten Minute gleich 2 Tore zu machen. Die Chancen waren da. Ja. Und dann plätscherte das hin und dann kriegst du wieder so ein Schweinetor als Gegentor, das erste.
Und dann bricht die Moral schon wieder ein bisschen auseinander. Ja? Ja. Nach dem Anschlusstreffer ist okay, da war noch mal ein Aufbäumen, was sich ja denn daran gipfelte, dass wir das zweite Tor machen, also zum 2-2. Und haben danach ja auch die Chance noch zum 3-2 zu machen, was wir verstolpern. Ja. Und dann kriegen wir in der Schlussphase noch mal 200%, wo Martin Rau frei durch ist und wo der Torwart hält. Und in der letzten Sekunde, wo Markus neben das Tor schießt. Das sind alles Situationen, die musst du verwerten. Ja. Und dann bist du auch erfolgreich. Aber wenn du die nicht machst, dann stehst du da so da, wie wir heute wieder mit leeren Händen. Man hat so ein bisschen das Gefühl, es ist nicht mehr dieselbe Mannschaft wie vor einem Jahr. Da haben wir in der Hinrunde noch richtig Betrieb gehabt in der ersten Klasse, Kreisklasse. Ja. Aber sagen wir mal so, an den Fans hat es nicht gelegen. Nein. Die waren zahlreich da. Ja, das ist ja auch ist ja ein herrliches Fußballwetter gewesen heute auch wieder. Und da muss man auch dankbar sein, dass die Fans trotzdem immer noch kommen. Ja. Daran erkennt man auch, dass sie sich für den Fußball, für den Verein interessiert und keine Erfolgsfans sind. Da musste man auch, wie gesagt, den Fans mal ein großes Lob aussprechen, dass sie sich das antun. Weil man die erste Halbzeit, wie du schon richtig bemerkt hast, war das schon ganz schön, ja. Ja, schwierig. Hardcore. Sehr schwierig. Hardcore, genau. Sich anzuschauen. Für die Fans, auch für uns. Ja. Manchmal, wir haben coole Bilder gemacht, die zeigen wir euch nachher später im, bei Facebook zumindest. Aber die Aktionen in der zweiten Halbzeit waren tatsächlich viel ansehnlicher. Eigentlich wissen wir gar nicht, was wir sagen sollen. Wir drücken die Daumen, dass es jetzt nicht mehr weiter, geht ja nicht mehr weiter runter. Weiter runter geht es nicht, nee. Zumindest jetzt. Im Moment jedenfalls, Gott sei Dank nicht, nein. Wir müssen jetzt von wirklich, es war ein alter Fußballspruch, aber wir müssen jetzt wirklich von Spiel zu Spiel gucken, was wir machen. Und wir haben jetzt schon wieder schwere Aufgaben vor uns. Wir müssen nächste Woche, ich glaube, nach Wittbrietzen. Ja. Und dann kommt Niemek her. Also das sind nochmal wieder zwei Nummern. Hut ab. Man merkt eben, dass das heute ein Lukas von Heimann zum Beispiel gefehlt hat. Das merkt man schon, dass er ein Felix Naschwitz heute leider kurzfristig absagen musste. Das sind auch Personalien, die auch was verkörpern auf dem Platz auch nochmal, die auch nochmal das Spiel an sich reißen können. Mit ihrer Übersicht, mit ihrer technischen Spielverständnis her. Das fehlt bei dem einen oder anderen immer noch. Ja. Okay, wir drücken die Daumen für die Mannschaft in Wittbrietzen. Wir schauen, was es wird. Wir freuen uns, dass ihr alle da wart. War schön gewesen, schönes Wetter, war trotzdem ein schönes Spiel. Bis zum nächsten Sonntag in Wittbrietzen. Tschüss. Tschüss. Jo. Immerhin, die Sonne schien. Jetzt kann nicht mehr viel schief gehen. Der Weg geht nur noch nach oben. Ja. Ja. So. Und zwar nächste Woche in Wittbrietzen. 14. Und zwar um 14 Uhr, genau, geht es in Wittbrietzen los. Und das ist schon die Winterzeit wieder, ne? 14 Uhr fangen die ja immer im Winter an. Das geht dann immer weiter. Manchmal sogar 12 Uhr mittags. Aber das sagen wir dann ja. Wir drücken den Männern trotzdem die Daumen und stehen zu denen, damit es wieder langsam nach oben geht. Also ich muss ja sagen, die zweite Halbzeit war doch viel, viel gefälliger als die erste. Muss ich schon sagen. Ich habe wieder viel Spannung. Weil die erste auch gut anfing mit dem ersten Angriff. Aber nur kurze Aufflackern. Und egal, in der zweiten waren sie gut gewesen. Das wird sich finden alles. Hat nicht gereicht. Okay. Wetter, 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 Wetter. Jetzt haben wir ja gelesen bei Borkheide News in der Facebook-Gruppe, dass die Menschen hier rundherum immer noch warten, dass hier mal ein Pilz wächst hier im Wald. Ich habe tatsächlich schon ein paar Pilze gefunden, war schon mal ein Korb voll, so mit Edelreizgern und krause Glucken gibt es wieder in Masse und dergleichen mehr. Und damit es richtig, die haben ja gesagt, es ist zu trocken. Und damit es richtig, richtig losgeht mit den Pilzen, hat Matze gemacht, dass Wasser von oben kommt. Ich kenne Glucken nur von Hühnern, aber egal. Es hat geregnet, ne? Heute schon den ganzen Tag so, mal mehr, mal weniger? Den ganzen Tag, Nachmittag erst. Ich sagte mal weniger. Ja, mehr, weniger vormittag. Ja, aber jetzt ist immer noch alles nass. Nee, es ist trocken. Das wird hell jetzt wieder. Mhm. Aber das kommt ja die Woche nochmal, also bis Mittwoch noch ein paar Regentröpfchen zu sehen, nicht viel, ein Liter pro Quadratmeter, aber am Samstag, am 10.10. ist wahrscheinlich der Hauptregentag mit bis zu 4 Litern pro Quadratmeter. Klammer auf, wenn es in Borkheide ankommt, Klammer zu. Und Temperaturen bewegen sich um die 15 Grad, mehr, mal weniger, wahrscheinlich eher weniger. Nachttemperaturen um die 10 Grad. Und dann kommen wir auch zum Thema O bis O, auch dieses Jahr wieder. Ich sehe es aber. Was? Da fangen die Herbstferien an. Am Freitag ist der letzte Schultag, ne? Ja, auch. Dann sind Herbstferien. Und dann regnet es am Samstag ordentlich. Ja. Dann kommen die wieder alle nie raus. Dann hängen nur noch vom Computer. Exakt. Schlimm. Wo war man eben? O bis O. Winterreifen. Ja. Winterreifen. Auch die Prognose, die nächste Woche dann
zeigt noch nicht unbedingt den Wechsel der Winterreifen an, weil doch die Tagestemperaturen immer noch zu hoch sind. Am Ende der nächsten Woche vielleicht geht es nachts auf die 5 Grad runter, dann wäre es schon günstig, früh morgens auch die Winterreifen schon drauf zu haben. Wozu? Wozu? Wenn du eh nicht wegfährst, ne? Ja. Das ganze Jahr aus Reifen drauf, ne? Ja. Ich auch. Ja. Aber nicht jeder. Und das war's schon wieder, ne? Ja. Wir schauen mal, was so die Winterferien so bringen. Die Winterferien, sag ich schon, die Oktoberferien. Mal gucken. Matze, fährst du weg? Mal kurz. Mal kurz? Willst du mich allein lassen? Endlich. Ich brauche auch mal eine Pause von dir. Ist einfach so. Geht dir nicht jeden Montag gleich. Ich habe gar keinen, den ich ärgern kann. Hier der Aufruf. Wer möchte nächste Woche neben Lutze sitzen und hier die Sendung mit moderieren? Lutze fühlt sich alleine, wenn ich nicht da bin. Bewerbung unter info@mediengruppe-brockheide.de. Also wer mal Bock hat, hier mal so die coolen Sprüche von Matze zu machen. Ich habe keine coolen Sprüche. Kann ich gerne mal machen. Shirin, wie sieht's aus? Es kann nur besser werden, wenn ich nicht hier bin, oder? Ja, okay, das war's. Wir machen Tschüss wieder hier für heute. Montag ist um. Der Lutze. Und Matze. Bye, bye. Winke, winke. Schöne Ferien übrigens.